Where's the king? He's over there. He's hurt bad. Good thing my medicine skills are plus four. We'll revive the wizard. You guys get upstairs. Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play South Park, der Stab der Wahrheit. Ja, wir haben hier gerade einen der mächtigsten Gegner überhaupt besiegt. Und jetzt können wir uns darauf aufmachen, nach oben zu gehen und den Rest zu retten. Erstmal untersuchen wir alles. Ich glaube, das Ding hier hat noch geblinkt, oder? Achso, so hätten wir rüberlaufen können. Ah, okay. Wir wollen ja auch alles untersuchen und so, ne? So, jetzt gucken wir mal erstmal an, was wir da bekommen haben. Wir haben bekommen... Ach, verdammt. Wir haben bekommen den Waldelfenrüstung. Ideal, um mit deinen Feenfreunden durch den Wald zu tänzeln. Du hältst jede Runde 20 TP, solange du einen Bogen benutzt. Fügt 8 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Mhm. Barkeeper-Bart. Naja. Was hatten wir zuletzt? Den hier, ne? Ich glaube schon. Stimmt, wir wollten ja zuerst den Stance irgendwas. Der Barkeeper-Bart ist schon cool, aber bringt halt wenig. So, nochmal das hier alles weg. Und los geht's. Jetzt wird's spannend. Jetzt werden wir sie erstmal befreien. We gotta get to the princess. Jimmys Garagenschlüssel? Oha. Das können wir auch später noch gucken, ne? Wait a minute. Ich dachte, der rammelt sie. Warte mal, zuerst muss ich, glaube ich, den Kopf, oder? Nee. Gut, machen wir das Ding mal weg. Aha. Achso, so kommen wir da hoch, ja? So, ist das eine Leiter oder so? Tatsächlich. Okay. Jetzt wird's ein bisschen skurril, Freunde. Es wird skurril. Wie komme ich da jetzt rüber? Das Ding kann ich nicht zerschießen. Okay, benutzen wir mal den Drachenschrei, vielleicht hilft das. Wieso komme ich da nicht hin? Ah, jetzt. Ich komme, Kenny! Wie einfach alles zerdeppern, ey. Krass. Einfach nur krass. Alles kaputt gemacht. Ach scheiße, ich habe irgendwas bekommen. Ich habe es aber nicht gesehen. So. War das hier? Oh, wir haben ja einiges bekommen. Angriffe ignorieren 5 Rüstungen. Achso, kennen wir ja schon. Angriffe 1 MP. Fügt bei perfekten Angriffen 10 Schaden hinzu. Mhm. Haben wir hier vielleicht irgendwas bekommen? Ah. Du hältst jede Runde 1 MP. Distanzangriffe fügen 5 mehr Schaden zu. Du hältst zusätzlich 25 TP, wenn du geheilt wirst. Du hältst jede Runde im Kampf 5 TP. Naja. Nicht wirklich von Nutzen alles, aber naja. Hat ja was geblinkt? Naja, immerhin. Princess Kinney, how badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the secret truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Can he do that? He has the stick of truth. He can do what he wants. Damn it!
got to be another way into this room. Hey, yeah. Up. You're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. It seems we are going to need the charms of a lady. Na gut. Wir haben ja einen Garagenschlüssel. Und ich vermute, dass wir von der Garage aus dorthin gelangen können. Wie krass das hier überhaupt aussieht, ne? Alter, hier kann ich doch bestimmt... Ach komm. Muss ich jetzt auch noch den richtigen Weg nehmen? Wie arm ist das denn? Hä? Ach, Mana. Ich verstehe. Wieso komme ich hier nicht raus, oder was? Wie soll ich denn hier rauskommen? Hä? Oder haben wir da Gefangene? Ich glaube, wir haben Gefangene. Oder? Was haben wir denn da so Schönes? Haha. What we got here. I'm coming for you, baby. Oh, yeah. Oh, those are some big old biddies. Man, oh, man. Good job, Princess Gone Wild. Double D buddy powers. Das ist so eklig mit Kenny, weil jeder weiß, dass Kenny eigentlich ein Kerl ist. Und ich glaube, das ist auch absichtlich so, dass das ein Kerl ist, weil es, glaube ich, nicht so gut wäre, wenn das jetzt ein Mädchen wäre und er seine Titten zeigen würde. So. Wir schießen erstmal die Lampe hier auf. Was bringt mir das? Guckt euch mal die fette Ratte hier an, Alter. Na gut. Dann nehmen wir den... Nein, Granate. Ach, hier können wir hoch, ja? Oh, Waldelfenhandschuhe. Gucken wir uns die mal an. Du hast einen neuen Freund. Nein. So. Fügt 3 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Bogenangriffe fügen 10% mehr Schaden hinzu. Angriffe mit Distanzwaffen fügen zusätzlichen Schaden. Oha. Ist ja echt nice, ne? Die Ratte haben wir gleich miterlegt. Ach, das ist ein schön Pokémon. Ah. Ich verstehe. So, den Kampf haben wir jetzt mal schön. Mongolen? Komm, Mongolen? Nein. So, gucken wir gleich mal an. Pfeil und Bogen. Du erhältst 1 MP, wenn du einen Distanzangriff ausführst. Ne? Alles so nutzlos. Ist die Bude so ramponiert oder was? Alter Schwede. You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your 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 destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine, you want to throw down, brah? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, bard. Okay, du Barde. Du kriegst jetzt ordentlich aufs Maul. Das ist dir klar, ne? Okay, ich würde sagen, wir bekämpfen gleich mal Ratten gegen Ratten. Aber zuerst mal werden wir ihn ohnmächtig machen, den hier hinten. Oh, ne. Alter, hat er viel Leben.
So, als nächstes wird Kenny rankommen und alle angreifen, die hier so rumlaufen. Angriff, Ratten! Ha, da sind sie einfach verschwunden. So, der Bader blutet. Und wir werden ihn jetzt jämmerlich ein bisschen zertrümmern. Und er verliert immer mehr Rüstung, immer mehr. Oh. Ist er vielleicht schon angewidert? Egal. Mach's trotzdem. Ich verstehe den Sinn von diesem Kuss nicht, aber egal. Bin ich jetzt halt auch angewidert. Und jetzt brennen wir ihn nochmal ab. Obwohl, nee, mein Freund. Du stehst hier nicht einfach so auf. Das ist nicht fair. Ich will keine Ratten hier haben. Ich bin kein Schweineficker. Oh, du bist ohnmächtig. Das ist noch viel besser. Oh ja. Yeah. Da krepiert er langsam vor sich hin und jetzt verbrenne ich ihn auch noch. Er hat alles Mögliche auf seinem Kopf. Guckt euch das an. Er blutet und alles Mögliche. Oh, alter Schwede. Oh ja. Yeah. Egal. Kenny hat zwar ein bisschen gekotzt, aber das macht nichts. Er ist wieder aufgestanden, ja? Na komm her. Noch weniger Rüstung. Okay, Kenny. Du kannst es jetzt schon so ziemlich beenden. Nein, nein. Wow, what a terrific hot, 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 hot. Du Schwein. Hat er sich wieder geheilt von dem Ganzen? Oha. Gesundheitstrank. Tja, Kenny wird es jetzt zu Ende bringen. Wozu habe ich hier jetzt einen Gesundheitstrank reingezogen? Er hat 7 Leben. Ah, er ist gestorben an irgendwas. Ich glaube, das, was gerade passiert ist, wurde zensiert, weil er ist auf den losgegangen und ich glaube, er hat ihn irgendwie geschlagen oder so. Krücke und der Schwäche, und wollen wir ihm die Krücke klauen? Schwächt den Angriff des Ziels bei perfekten Angriffen. Trifft für zusätzlichen Schaden stark gegen Rüstung. Waffe trifft 3-mal stark gegen Schilde. Wir nehmen das erstmal. Gucken gleich mal kurz nach. Krücke der Schwäche. Ne, haben ihm seine Krücke geklaut, irgendwie. Wie scheiße ist denn das? So, Aufwertung auch verfügbar. So, 2-mal sind 120 bis 160. 3-mal sind 120 bis 150. Na gut, okay. Das ist wirklich besser. Weniger als die Summe seiner Teile. Ach, Fähigkeiten. So, was haben wir hier? Bewirkt bei deinem letzten Schlag mehr Schaden. Ja, ganz ehrlich. Erhöht den Dauer durch Abziehen bewirkten Betäubung. Das ist geil. Betäubung ist richtig geil. Darum werden wir das noch behalten. Und bevor wir jetzt weitergehen, beenden wir hier die Folge. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Haut rein, euer Zero. Tschüss.